Hello and welcome to a new episode of Real and Digital. My name is Roger Hassler and today I will show you a new airbrush kit. This is a Kazubaris airbrush kit. It is a combination of compressor and airbrush. Yeah, you will find a flood of different devices at Amazon Marketplace in all variations, in different colors, in different kinds. But today I will show you the latest device. This is special because you can plug in and plug out batteries. So there are two batteries included in this kit and you can charge it. If you use one battery kit, you can spray, and another kit, you can charge it meanwhile. And you can install every airbrush you want. And also included there is a hose, yeah, so you can put it in your bag and spray only with the airbrush. The included airbrush has a nozzle size of 0.3 millimeters and is also included a big cup for the paint. And I was very, very surprised that I can spray such a fine lines with it. Okay, let's talk a little bit about the price. This airbrush kit costs around $79.99 in the Amazon US store. So I ordered it to Germany plus shipping, and it's need only 14 days. I think that's a good deal. So in the next minutes, I will show you what you can do with this airbrush kit. And I think let's go. Das Kazubaris Airbrush Kit kommt in so einer schwarzen Schatulle daher. Also erstmal den Deckel abnehmen und dann sieht man hier schon die Schnellstartanleitung in englischer Sprache. Da sind die wichtigsten Informationen zum Betrieb des Gerätes halt abgedruckt. Das Ganze kommt ja aus USA und dementsprechend ist es halt hier jetzt auch nur in dieser einen Sprache halt vorliegend. Aufgrund der Bilder kann man es aber sonst auch noch relativ gut deuten. Dann schauen wir uns mal den Kompressor an. Da fällt als erstes auf die Sicherheitshinweise. Ja? Also zum Beispiel soll man nicht während des Ladeprozesses das Gerät nutzen oder den Kompressor in feuchten Arbeitsumgebungen verwenden und so weiter und so fort. Hier noch ein paar Notizen zum Druck. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite liegend das Airbrush-Gerät. Das ist ein 0,3 mm Double-Action Fließsystem mit Schraubdüse und Deckel. Hinten dann halt auch noch eine Farbmengenbegrenzung. Dann liegt dabei ein USB-Kabel. Einmal USB-C, um den Akku aufzuladen, und USB, um es dann halt mit dem Ladeadapter anzuschließen. Gucken wir uns gleich nochmal on Detail halt an. Und dann befindet sich ein Akku schon im Kompressor und ein Akku liegt nochmal mit bei. So, und wenn man sich fragt, wo sind jetzt die Reste, die man gekauft hat, also da nicht verzweifeln, da findet man das Ganze dann halt gleich unter der Verpackung liegend. Also einmal hier hochgenommen das Ganze und da sieht man dann halt das restliche Zubehör. Da ist nochmal hier die Transportkappe. Dann gibt es einmal einen Textilschlauch, 1,50 Meter, eine Pipette, einmal Reinigungsbürsten und ein kleines Werkzeug, um die Düse herauszuschrauben. Ja, weiter geht's mit dem Unpacking. Also hier vorsichtig oder mit Gewalt dementsprechend einmal die Außenhülle abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann kommt hier auch dieser Ausschnitt für den Akku ins Sichtfeld. So, hier nochmal das Airbrush-Gerät. Das kann man dann halt einfach oben drauf schrauben. Oder auch drauf drehen. Ja, und dann ist es eigentlich schon nach dem Einschalten betriebsbereit.
Hier ist der Einschaltknopf, der weiße. Dann sieht man die Ladestandsanzeige, 100%, also voll aufgeladen. Und dann kann man sofort loslegen. Das Gerät hat eine Autostoppfunktion, das heißt, wenn man nicht mehr drückt, dann hört das Gerät auf zu laufen. Dann kann ich zum Beispiel Wasser einfüllen und dann drückt man den Hebel runter, zieht nach hinten. Dann kann man halt die Flüssigkeit versprühen. Genau, man kann dann halt den Akku auch rausnehmen, einfach drauf drücken auf den Akku. Dann nimmt man halt seinen Ersatzakku aus der Verpackung und kann dann halt das einmal reinschieben. Und schon ist auch dieser Kompressor dann mit diesem Akku wieder betriebsbereit. Auch hier sieht man, der Auslieferungszustand des Akkus hat hier 100% Aufladung. Schauen wir uns mal den Aufladeprozess etwas genauer an. Also beiliegend ist ja ein USB-Kabel. Das kommt in den USB-Ladeadapter. Der liegt nicht bei. Und auf der anderen Seite vom Kabel, da gibt es einen USB-C-Adapter. Und den kann man dann in das Akku reinstecken, das Ganze mit Strom verbinden. Und dann sieht man hier die prozentuale Anzeige am Blinken. Man sieht, wie das kontinuierlich hochgeht. Also hier 25%, 50%, 75% blinkt. Dann prüft quasi der Akku, in welchem Ladezustand der sich befindet, wie voll der ist. Das wird halt so quasi grob durch diese Prozente abgedeckt. Dann, wenn er fast voll ist, zeigt, blinkt jetzt hier erstmal 100%. Und wenn der Akku dann wirklich komplett voll aufgeladen ist, dann hört das Blinken auch auf und 100% wird dann halt auch komplett angezeigt. Eine Akkuladung reicht ungefähr 50 Minuten und die Aufladezeit beträgt 1,5 Stunden, wenn der Akku komplett leer war. Ja, das Kasubare-System gibt es in Schwarz und in Rot. Ich habe hier das rote Gerät vorliegen. Und ja, beim Ein- und Ausbau des Akkus gibt es also nicht ganz so viel zu bedenken. Man sieht da die zwei Connector für den Batterieanschluss. Das muss man also richtig rum reinlegen. Und dann sieht man halt auch die Akkustandsanzeige in diesem Schacht halt sichtbar. Und dann ist halt auch alles korrekt halt verbaut, betriebsbereit. Und schon kann man halt loslegen. Ja, super neugierig war ich natürlich halt auch, wie das Airbrush-Gerät performt. Ich habe jetzt hier die 03er-Düse ja drin und habe die Farbe stark mit Wasser verdünnt. Und man sieht, wie extrem fein man mit diesem einfachen No-Name-Airbrush-Gerät die Linien auftragen kann. Was vor allem daran liegt, dass die Farbe gut verdünnt ist und dass man hier mit 7 bis 10 Liter die Minute, also mit relativ wenig Druck halt agiert. So kann man halt hier auch sehr fein halt sprühen. Ein bisschen pixeliger ist das Spritzbild schon, aber es ist trotzdem sehr, sehr erstaunlich, dass man hier mit der 03er Düse so fein die Farbe auftragen kann. Ich habe jetzt hier nochmal einen Kugelschreiber, eine Kugelschreibermine hingelegt, sodass man halt auch nochmal einen Größenvergleich hat, wie fein halt ich mit dieser 03er Düse die Farbe aufsprühen kann auf diesem Kopierpapier. Also wirklich ganz, ganz fein bei Bedarf. So, es gibt mehrere Möglichkeiten, sein Airbrush-Gerät anzuschließen. Also das beiliegende Airbrush-Gerät kann man natürlich halt einfach so direkt auf dem Kompressor, wie man das schon gewohnt ist, halt aufschrauben. Das geht halt relativ schnell. Da ist auch so eine kleine Dichtung dann halt in der Verschraubung mit drin, sodass da halt auch keine Luft entweichen kann extra und man halt den vollen Druck halt auch bekommt. Wenn man halt ein Airbrush-Gerät mit 1/8 Zoll Anschluss hat, dann kann man da jegliches Airbrush-Gerät anschließen. Und wenn man keinen 1/8 Zoll Anschluss hat, sondern was anderes, dann gibt es da im Zubehörhandel sicherlich immer noch mal einen Adapter, um das Ganze dann irgendwie an das Gerät halt auch zu bringen. Also man kann also hier ohne Probleme sein Lieblings-Airbrush-Gerät vielleicht auch mal mit einer kleineren Düsengröße halt anschließen.
Und wenn einem dann die ganze Kombination aus Kompressor und Airbag-Schritt einfach zu schwer in der Hand ist oder unhandlich vorkommt, dann kann man halt auch noch den beiliegenden Textilschlauch anschließen. Der ist 1,5 Meter. Und dann kommt einfach auf der anderen Seite des Schlauches das Airbag-Schritt wie gewohnt halt drauf. Dann kann man den Kasubaris-Kompressor auf den Tisch liegen lassen zum Arbeiten oder auch einfach in die Hosentasche stecken. Das ist natürlich halt äußerst bequem, wenn man halt unterwegs arbeiten möchte oder an ungewöhnlichen Orten. Entweder vorher einschalten, dann ist es sofort betriebsbereit, oder im ausgeschalteten Zustand in die Hose reinstecken und dann kann man halt einfach das Gerät bei Bedarf anschalten und dann ist auch das Gerät dann wieder betriebsbereit. Somit ist man in der Lage, auch an ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel an dieser Leinwand halt, ohne Stromanschluss Korrekturen vorzunehmen. So, gucken wir uns mal das Ganze en Detail halt an. Hier eine kleine Illustration, Farbverlauf, Farbfläche. Dabei fällt auf, dass das Spritzbild ein kleines bisschen pixeliger ist, als man das halt von einem normalen Airbrush-Kompressor gewohnt ist. Das Sprenkeln klappt hier mit dem Textilschlauch sehr gut. Große und feine Sprenkler sind halt beim Zusammendrücken möglich. Jetzt habe ich hier ein transparentes Schwarz, sprühe da die Schattenbereiche von diesen Wassertropfen einmal ein, dann mit einem helleren Farbton deckendes Weiß einmal von der anderen Seite, dann noch ein paar Sprühpunkte mit drauf. Ihr seht, das funktioniert also hier mit der 03er Düse hervorragend in dieser Größe. Dann noch ein bisschen Schatten untersprühen, Schablone ab und schon haben wir hier die Wassertropfen schon mit integriert. Ja, und weiter geht's mit einem weiteren Motiv. Ebenfalls wieder auf einem recht glatten Untergrund. Ich habe Schwarz jetzt nochmal mit Wasser gemischt. Auch hier sieht man, dass das Spritzbild ein kleines bisschen pixeliger ist. Das spielt jetzt hier bei dem Motiv aber eine untergeordnete Rolle. Das heißt, ich übermale jetzt hier meine Tigerflecken erstmal schön mit meiner Schwarz-Wasser-Mischung, sodass halt ein bisschen Overspray entsteht zwischen den einzelnen Fleckenbereiche. Dann habe ich jetzt die Nahtschutzkappe abgeschraubt und kann jetzt en Detail kleine Fellstrukturen direkt malen und herausziehen. Das gelingt also hier trotz 03er Düse sehr, sehr fein. Und hier macht sich das dann auch wieder bemerkbar, dass man halt nicht ganz so viel Druck hat, aber dann sehr langsam und detailliert halt damit agieren kann. Jetzt kommen immer weitere Fellstrukturen hinzu, immer ein bisschen mehr Farbe drauf, Schattierungen, Details. Auch das ist hier alles mit dem Gerät und dem Kompressor möglich. Und ihr seht, wie sich da die Farbe hier nahtlos integriert in das Gesamtmotiv. Eine weitere Anwendung, hier ein 3D-gedrucktes Objekt mit Resin. Und da lege ich erstmal eine Grundierung mit Weiß unten drunter. Dann wird das Ganze hier mit einem Beige-Ton nochmal übergesprüht. Dann kommt jetzt hier mit einem dunklen Braunton schon mal ein paar Schattierungen dazu. Und man sieht hier, dass man mit der 03er Düse und dem Kasubare-System sehr fein agieren kann und auch die nötigen Details auf diesem kleinen Schädel halt sprühen kann. Na, hier zum Beispiel die Augenhöhlen, Nasenhöhle, die Zwischenbereiche der Zähne. Da kommt überall Farbe drauf. Dann für die Schattierung, ihr seht, das ist auch überhaupt kein Problem. Da habe ich jetzt ein transparentes Umbra verwendet, dann wurde gesprenkelt und jetzt sprühe ich da halt nochmal ein paar Highlights mit einem fleischfarbenen Farbton nochmal drauf, um den Schädel wieder an einigen Stellen aufzuhellen, um Lichter aufzusprühen. Und dann agiere ich jetzt hier nochmal weiter mit einem dunkleren Farbton und sprühe da halt so ein paar Linien ganz fein halt drauf, die halt ganz typisch sind für die Oberfläche von so einem Schädel. Dann weitere Schattierungen und ja, dann noch die Steinoberfläche, aus dem der Schädel hier emporkraucht, mit Grau nochmal ein bisschen übernebeln. Die vorherigen Strukturen habe ich mit einem Schwarz ganz detailliert aufgetragen. Hier sieht man so ein bisschen sprenkeliges Spritzbild. Das ist aber ganz cool,
bei dieser Steinstruktur. Dann gehe ich hier mit einem helleren Farbton, mit einem helleren Grau nochmal rein, überarbeite die ganzen kleinen Steine nochmal, dann wieder mit einem dunkleren Farbton. Also ihr seht, das Ganze klappt hier sehr gut mit dem Kasubaris Airbrush Kit und das Ganze natürlich kabellos, also nur im Akkubetrieb. Also ihr seht, das Kasubaris Airbrush Kit macht richtig viel Spaß. Es hat seine Anwendungsbereiche, auch gerade beim Einsteiger. Es ist für $79,99 im US-Amazon-Store erhältlich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit meinem kleinen Review. Und bis zur nächsten Real- und Digital-Folge, euer Roger Hassler.